Guten Morgen. Es ist noch ganz früh hier bei uns im Görzweg. Die ganzen Anlagen sind noch blau und ich wollte euch mal wieder auf ein Update vom großen SPS-Showtank mitnehmen. Deswegen orangefarbene Brille auf und ab geht's. So wie ihr seht, funkelt hier alles noch im tiefsten Blau vor sich hin. Deswegen hole ich jetzt mal die andere Kamera, packe da einen schicken Filter drauf und dann gucken wir uns mal die Korallen, die da drin stehen, aus der Nähe an. Wie ihr sehen könnt, sind die Korallen im Laufe der Zeit, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Video hier zu diesem Becken gemacht habe, ordentlich gewachsen. Besonders im Hintergrund, die Enzmann und rechts daneben die Montipora digitata, das sind richtige Kavenzmänner geworden. Auch ist es so voll, dass es inzwischen schwierig ist, neue Korallen in den Becken zu etablieren. Was mich dazu bringt, dass ich überlege, noch ein zweites Schaubecken aufzustellen. Denn dieses Schaubecken ist nicht nur, damit es schön aussieht, sondern es ist für mich auch ein Backup meiner Nachzuchtkorallen. Das heißt, jede Koralle, die irgendwo interessant ist, die findet dann oder sollte zumindest ihren Weg hier in dieses Becken finden. Dieses unschöne Board da an der Seite, damit wollte ich mal ausprobieren, wie das ist, wenn ich jetzt eigentlich Ableger von den Korallen hier knipse und hier ansetze, wie beispielsweise von der TK Solar Flare Millipora, die wir jetzt gerade im Video sehen. Ich muss dazu sagen, ich habe hier die Bilder vorher aufgenommen und jetzt sitze ich gerade zu Hause in meinem Keller und mache da ein Voice-Over drüber. Es hat nicht geklappt, alles vor Ort zu machen. Und deswegen erzähle ich euch so ein bisschen was von der allgemeinen Story um dieses Becken und zwischendurch gehe ich dann mal auf die Korallen ein, die wir gerade sehen. Wie hier die Dragon's Breath von Fauna Marine ursprünglich zu mir gekommen. Mit den Korallen, die wir jetzt sehen, befinden wir uns im hinteren Drittel des Beckens. Da geht der Aufbau ein bisschen breiter auseinander. Und ist es schon sehr, sehr eng geworden, wie eigentlich überall im Becken. Ich habe kaum noch Platz, irgendwo was unterzubringen. Das hier ist eine schöne Millipora. Also ich kriege ja immer mal wieder Tiere aus Importen rüber und akklimatisiere die dann drüben in meiner Nachzuchtanlage. Und da kommen dann auch die Mutterstöcke rein. Und was dann besonders schön ist, das kommt dann hier mit rüber. Das hier ist übrigens eine Latistella. Der ging es gar nicht gut und jetzt hat sie sich akklimatisiert. Jetzt hat sie sich damit abgefunden, nicht mehr im Meer zu stehen und wächst auch hier sehr schön. So, während des... die Hologramm. Die Hologramm, auch ein wunderschönes Tier. Eigentlich wollte ich was zu dem Ableger-Rack erzählen. Da komme ich dann gleich drauf zu, wenn so eine Einstellung mal lang genug ist. Hologramm. Sieht wunderbar aus, besonders unter Blaulicht. Ich glaube, das ist eine Latistella. Leider sind Ableger unwahrscheinlich schwer zum Anwachsen zu kriegen und verlieren erstmal komplett ihre Farbe. Wenn sie dann aber im System etabliert ist und schiebt, ihr seht es, tierisch geiles Tier. So, jetzt aber. Jetzt kommt als nächstes, da ist so ein bisschen wie Dia-Show mit auch noch. Ne? Hier, das ist eine Merlin Stuff. Ich habe drei Varianten von der Merlin Stuff. Das hier müsste die von Fauna Marine sein. Und dann habe ich noch eine, die ist ein bisschen lilaner, also dunkler vom Gewebe her, auch mit orangen Polypen. Und noch eine in lila vom Gewebe und roten Polypen. Die nächste Koralle, die reinkommt, ignorieren wir jetzt einfach. Ich erzähle kurz was zu dem Ableger-Rack. Ich wollte ausprobieren, wie das jetzt eigentlich ist, ob die Korallen besser stehen, wenn ich die Ableger, also wenn ich Ableger von den Korallen mache, wenn ich die direkt aufklebe und hier im gleichen Wasser habe oder wenn ich sie rüber zu mir in die Nachzuchtanlage hole und da auf die Racks mit draufstelle. Und siehe da, eigentlich total widersinnig, es macht keinen Unterschied. Ich hatte ein bisschen mit Ausfällen zu kämpfen, nicht viel, aber zwischendurch lief es so richtig, richtig gut, dass wir eigentlich so gut wie gar keine Ausfälle bei den Ablegern hatten und da muss ich jetzt doch unterbrechen. Die hier kennt ihr aus dem letzten Video, die haben wir eingeklebt, das ist die Petrol Stack, yay! Und wie ihr seht, sie macht Basalscheibe, ihr geht's gut. Also, ist nicht so das Blaulichtwunder, wir sind ja gerade mit Blaulicht unterwegs, aber hey, ist eine schöne Koralle und sie lebt. Ist das eigentlich eine Gummisi? Also nicht nur Acroporen fühlen sich hier wohl, auch Pockys, da eben war eine Anacropora tropicana und LPS. So schön das ist, dass das hier echt so ein safer Platz für die LPS ist, desto schlimmer ist es auf der anderen Seite. Die nehmen mir zunehmend Platz weg, den ich eigentlich für SPS haben wollte. Auch das hier. Das hier ist ein Acropora-Killer. Die fährt nachts 5 bis 7 cm lange Kampftentakeln aus und nesselt mir alles weg, was drumherum steht. Also bevor ihr euch so eine Charlis, das hier ist eine Mycelium von der Art her, also wenn ihr euch sowas ins Becken reinklebt, dann checkt vorher genau, dass die nicht an Korallen rankommt, die ihr irgendwie länger behalten wollt. So, jetzt nochmal zu dem Frackboard. Long story short, es hat keinen Unterschied gemacht, ob ich die Korallen hier reinsetze oder ins Ablegerbecken drüben, die eben nicht miteinander verbunden sind. Vielleicht klappt das aber auch deswegen so gut, weil dort eben die gleichen Versorgungssysteme drin sind. Beide Anlagen laufen mit Balling Light von Fauna Marine.
Aufgrund der tendenziell etwas geringeren Phosphatwerte, die in den SPS-Anlagen sind, versuche ich die Carbonathärte auch nicht so hoch zu halten. Das heißt, die liegt irgendwo bei 7,2. Über den Tagesverlauf schwankt das immer so ein bisschen. Und wie ihr seht, es schiebt ganz wunderbar. Es ist natürlich immer so ein Ritt auf Messers Schneide, wenn die Carbonathärte dann doch mal schwankt, dann gibt es ja tatsächlich auch Ausfälle. Jetzt gerade hat sie auch ein bisschen geschwankt. Es gibt ein paar Korallen, die haben Auflösungserscheinungen von unten. Das ist halt, wenn man maximale Farbe und maximalen Wuchs haben will, dann läuft man immer Gefahr, dass wenn ein Wert aus dem Ruder läuft, dass es dann gleich wieder zu Verlusten kommt. Aber keine Sorge, alles im Griff. Für diejenigen unter euch, die es interessiert, der Verbrauch von KH und Calcium, das sind so, sag ich mal, die Marker, woran du erkennst, wie gut jetzt so ein Becken läuft. Hier gehen am Tag 700 Milliliter KH-Lösung von Fornamarin Budding Light rein und 220 Milliliter Calcium. Calcium muss mal wieder ein bisschen nachjustiert werden, der ist jetzt so bei 410 und KH ist ein täglicher Drop von ungefähr 0,6 Grad deutscher Härte. KH muss jetzt auch mal wieder hoch dosiert werden. Wenn KH höher eingestellt wird, dann ist das immer so ein bisschen Sektflasche aufmachen, das System schiebt, es wächst, es kriegt mehr KH-ziehende Biomasse, da freue ich mich immer drüber. Dieses Becken, das hat ein Volumen von ungefähr 2000 Liter. Die Zuchtanlage nebenan, die hat 3000 Liter und da ist es ganz anders mit den Verbräuchen. Um den KH als Marker zu nennen, nebenan zieht die Anlage 1,7 Liter, also 1700 Milliliter am Tag. Also fast das Dreifache von dem, was hier reingeht. Was aber damit zusammenhängt, dass die Anlage hat eine viel größere Oberfläche, da stehen viel mehr Korallen drin. Neulich waren es sogar fast 3 Liter pro Tag, die da reingegangen sind, weil wir sehr viele große Styloporen und Alveoporen, schnell wachsende Korallen da drin hatten. Die haben wir aber inzwischen an den Zoo Leipzig abgegeben, damit ein Drittel der schnell wachsenden Masse, Biomasse aussortiert. Und dadurch ist das jetzt wieder alles etwas gemäßigter. So, und jetzt nehmen wir die Kamera mal raus und gehen vorne in den Teil des Beckens. Da ist eine Riffsäule, wo sich oben wunderschöne tischbildende Akroporen ausprägen. Das einzige Problem ist nur, die schatten alles, was da drunter ist, ab. Also wenn ich euch einen Tipp mitgeben darf, alles, was tischförmig wächst, eher nach unten, den Rest nach oben. Hier sehen wir die Konfetti. Richtig, der Kollege, den solltet ihr am besten nicht nach oben hängen. Das ist übrigens die Vivids-Konfetti, die habe ich mal von Tom Wagner gekriegt. Grüße an der Stelle. Rainbow Loom, auch ein wunderschönes Tier. Rainbow Loom, Mango Garden, Sour Patch, die sind alle sehr ähnlich, haben unterschiedliche Farbmorphe. Das ist alles Acropora divaricata. Ja, diese Riffsäule hier vorne, die ist sehr pinklastig. Aber dazu muss ich sagen, so ein bisschen Grün dazwischen belebt es eigentlich, das lockert das auf. Weil Pink ist nicht immer Pink, hast du einmal ein bisschen Stress mit den Wasserwerten, wird Pink auch schnell grauen. Braun und Grün bleibt Grün. Dieser kleine Klecks da vorne drin, das ist, also übrigens, man sieht wieder alles voll. Ne? Ich klebe überall kleine Stöpsel rein, aber es wuchert und es ist so schnell kein Platz mehr für die Tiere da. Da vorne der Stöpsel, jetzt sehen wir ihn hier links, das ist meine Ur-Signature, das ist die TK Citrus Fruit. Absolut geil, das ist eine australische Acropora tenuis, die darf man sogar tenuis nennen. Ich glaube, die indonesischen heißen nicht mehr tenuis, ne? Saugeiles Viech, eigentlich relativ stabil, also verglichen mit anderen Tenuis, dass die sich von unten auflöst, habe ich äußerst selten bei der gehabt. Ja, wieso sage ich selten? Ganz ausschließen kann man das nicht. Ich meine, ich mache seit 20 Jahren Meeresaquaristik und ich stehe immer noch wie das Pferd vor der Wand. Manchmal fragt man sich einfach, was da passiert und man hat keine Lösung. Aber ich habe mit Claude gesprochen und Claude meinte dazu auch, dass es ihm, und Claude macht das ja noch länger, also sein ganzes Leben lang, und er lebt ja auch schon noch ein bisschen länger auf diesem Planeten als ich, und der hat ja auch schon ganz früh angefangen, sich damit auseinanderzusetzen. Und Claude sagt, wirklich erklären kann er sich manche Dinge logisch nicht, aber dadurch, dass er ein eigenes ICP-Labor am Start hat, gibt es dann auch Möglichkeiten über Statistik zu schauen, wann passiert eigentlich was und wie sind da die Zusammenhänge. Und da erzählt er immer wieder, dass das ein ganz wichtiger Erkenntnisgewinn ist. So, hier seht ihr jetzt nochmal 2 Stöpsel. Ja, in der Größe kommen die meisten Korallen hier rein und dann wachsen sie. So, und wenn die dann einmal durchgewachsen sind und davon Ableger gemacht wurden, das sind die Tiere, die ihr bei mir im Shop als DNZ, als deutsche Nachzucht findet. Und die sind halt komplett durchakklimatisiert, ans Aquariumleben angepasst und deutlich unempfindlicher als die frisch importierten Artgesellen. So, und jetzt sind wir auch schon auf der letzten Einstellung. Ich hatte hier ungefähr 10 Minuten Material zusammengestellt. Das ging ja ganz schön zügig durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt wieder was für euch mitgenommen und zumindest ein paar schöne Bilder von schönen Korallen gesehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Toms Korallen.